So, jetzt sind wir wahrscheinlich stark genug, ein bisschen genauer zu rumzusuchen, was es hier so gibt. Ach ja, punchen wir mal den Jelly hier wieder ins Gesicht. Ja, gespannt, ob, wenn wir die Festung finden, sich dann herausstellt, dass das wieder so eine leere Halle ist, wo wir nichts weiter tun können. Außer vielleicht einen Endgegner besiegen und dann wieder wegrennen. Naja, schauen wir mal. Ja, hier ist dieses komische Zasso-Laub. Was machen wir hier eigentlich gerade? Junge Höhlenbäume einstampfen oder was? Waren wir hier oben letztens eigentlich langgelaufen? Sieht so aus. Oh, wir sind wieder hier und die Story geht weiter. Viel Spaß. Danke fürs Warten. Ah ja, sie muss auch ziemlich lange warten, ne? Nee, wie geht's Orion? Ja, es würde besser gehen. Er braucht nur, musste sich nur ausruhen. Dann sind seine Wunden alle wieder weg. Wirklich? Gut zu hören. Übrigens, wer war der Kerl mit dem Helm? Keine Ahnung. Vielleicht Arbeiter mit Ryoga. Ich meine, sonst gibt's ja keinen Zusammenhang. Ich meine, keinen Grund, dass er hier sein müsste. Und wer ist Ryoga? Und schon, ja, und jetzt erzählt's erstmal die ganze Zeit. Wer ist Ryoga? Okay, jetzt muss ich ganz von vorne anfangen. Da ist dieses Summon Creature Gura, kapiert? Die ist unter unserem Dorf versiegelt. Die Alten haben ihn wegversiegelt, weil er viel zu mächtig ist. Und Ryoga, das ist dieser Kerl, der will Guras Power wiederherstellen. Und er hat das Siegel gebrochen. Oh, das erklärt vielleicht die böse Energie, die ich kürzlich gesehen habe. Genau, boah, das erklärt alles. Persönlich würde jetzt also mal anrufen, nächstes Irrenhaus und so weiter, aber hey. Borgrim ist schon ein bisschen seltsam in den letzten Tagen gewesen. Ach, wirklich? Ja, das könnte was damit zu tun haben. Oder auch nicht, aber leider sind wir hier nicht in der Realität, sondern in einem Videospiel. Also ja, es hat was damit zu tun. Oh, das tut so weh. Ah, Gura ist immer noch in den alten Ruinen gefangen, bla bla bla. Wenn Gurazilla entkommt, sind wir alle in Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Da kennen wir alles. Wir müssen Gura eingeschlossen halten. Ich versuche ihn erneut zu versiegeln, aber Ryoga hat plötzlich Verbündete, die uns stoppen wollen. Oh, das scheint schwierig zu sein. Und du, für dich auch, Deiner. Ha, ich habe keine Wahl. Ich bin Ariel's Guardian Beast. Selbst wenn es eigentlich nur eine mündliche Vereinbarung ist. Ach, deswegen sucht er nach der Festung. Okay, dann beeilen wir uns. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Okay, diesen Weg bitte. Ah, gut. Ryoga mal sucht vielleicht für die Festung ebenso. Bloß um uns zu verlangsamen. Wir müssen uns beeilen. Ich will euch nicht dumm kommen oder so, aber so lange, wie ihr herumgetrödelt habt, hat Ryoga die Festung inzwischen wahrscheinlich schon 300 Mal gefunden. Der wartet da die ganze Zeit auf euch. So, nehmen wir mal Axt. Axt in Fresse, Bobby Boy. Ach komm, ja, hier, die versuchen, mit dem Maschinengewehr anzukommen, das prallt an meinem Armband ab. Das ist die Macht des RPGs. So. Jetzt schauen wir mal. Beim letzten Mal sind wir oben lang gelatscht, aber jetzt wollen wir mal zu diesen Schatztruhen. Auch wie süß, Handpuppen und riesige Krebse. Das ist doch schon mal was. Dumm, dumm, dumm. Ah. Ha, das ist die Macht des Blockens. Na, egal, was du noch machen wolltest, du bist tot. So. Und wir haben wieder etwas Schwermetall bekommen. So, jetzt versuchen wir mal... Hm? Ah, gut zu wissen. Und, ah, ja, komm schon. Okay. Wechsle ich mal zu der Faust. Dum, 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 ich verprügel Schleim. Schleim, prügeln, Schleim, prügeln, Schleim, 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 stirb, 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 Abschaum. Ach ja. Ah ja, hier sind die Gegner wieder fähig, mich zu verwunden. Also aufpassen hier. Und nach Norden. Jetzt hau ich mal mit meiner Faust diese Dinger kaputt. Und sammle das Papier ein, das da drin war. Und die Bandagen. Und noch mehr Papier. Und Mutanten, die mich von links und rechts anspringen. Ah, interessante Kombination. Hier. Friss Scheiße und stirb schön. Ha, seid ihr dämlich. Ha, 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 ha. Ja, da seht ihr den Unterschied.
Ich nehme doch lieber hier mal die Axt. Und erledige die Viecher hier. So. So, erledigt. Wow, diesmal habe ich eine Menge Erfahrungspunkte gekriegt. Sword Shapestone received. Ah, toll, gut. Jetzt können wir zwei Schwerter gleichzeitig haben. Oder so etwas in der Art. Oder war das andere Knife Shapestone und ich habe immer nur falsch hingeguckt? Egal. Na gut, zwei Schwerter sind besser als eins. Oder so ähnlich. So. So, komisches Vieh bist tot. Lass uns mal in Ruhe hier. Und du kriegst die Axt in die Fresse. So. Wieder mal ein Sieg für mich und ein Level. Mal kurz nachsehen, was wir hier angestellt haben. Gut, wir haben die großen Clown, die harte Axt, der Säbelsäbler und verschiedene Arten von Erzen. Wo war das Erz nochmal? Ah, hier, Aqua-Erz, Schwermetall und so weiter. Jetzt nehmen wir mal eine Bandage. Von denen haben wir 9, gut. Dann nehme ich vorsichtshalber 2. Immer noch besser als plötzlich zu verrecken hier. Sobald wir einen Teleporter haben, versuche ich allerdings... Ah, erstmal geschnetzelte Handpuppen. Für euch. Ah ja, genau. Unsere Verteidigung ist mit dem Schwert etwas schwächer, dafür sind wir viel schneller. Den Endgegner wäre also das super Schwert gut, während die Axt im Walde gut gegen normale Gegner hilft. Außer die Endgegner haben eine absurde Verteidigung wieder mal. Na ja gut, das hat nichts gebracht. Oh ne, ah, hier, jetzt sind wir wieder im Spiel. Igitt. Sammeln wir immer noch Würmer und Steine hier. Vielleicht kommt irgendwann der Teil des Spiels, wo wir so billiges Zeug nicht mehr finden. Aber jetzt sind wir wieder mal hier und greifen zur Axt. Ja. Hier, friss Axt, friss Axt, friss Axt, friss Axt, friss Axt. Ha. Bist du dämlich. Oh, du bist auch mal hier, Handpüppchen. So. Na, hat die Axt geschmeckt? Dachte ich mir. So. Und weiter. Immer schön weiter hier durch die Höhle. Gegenstände sammeln, weil die können wir ja auch irgendwann verkaufen, wenn wir Geld brauchen. Ist ja nicht so, dass das Zeug komplett nutzlos ist, was wir nicht brauchen. Und hier ist mal wieder Faustzeit. Wow, ey. Geschwindigkeit ist manchmal Trumpf, nicht wahr? Na, das tat weh, nicht wahr? Ha, ich habe ihn von innen getötet. Bin ich nicht gut? Gut. Weiter durch die Höhle. Ah ja, genau. Hierdurch können wir wahrscheinlich runterspringen, aber das ist ja nicht Sinn des Weges. Und... Oh. So, jetzt versuche ich mal den Aqua-Torpedo hier. Genau. Na, das hat auch was gebracht. Jetzt heile ich mich nochmal. Ha. Also besser als... Und du stirbst jetzt hier. So, das ging doch auch gut. Und ein neuer Levelaufstieg kommt auch noch bald. Und auf nach Norden. So, jetzt... Ah, ja. Weiter geht's. Gut. Erledigt. Das Ding ist schnell. Ham, 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 Hamlet. So, erledigt. Du schmeckst auch mal... Nochmal das Ding so vernichtet. Ha. Puh. Gut. Erledigt. Oh, und wir haben die Festung erreicht. Sie ist gleich da oben. Ach, da oben. Gut. Wir sind gar nicht unterwegs verloren gegangen. Toll, das war klasse. Ja, ja, toll. Tja, wir konnten, hatten gar nicht die Chance, uns zu verirren. Wir sind immer einfach in den Tunnel gefolgt. Ah, beruhig dich. Wir sind fast da. Aber ich kann irgendwas... scary feeling from that direction. Da muss irgendwas Böses sein. Na dann gut, das müssen wir uns ansehen. Danke, Dina, du hast eine große Hilfe. Ariel, bitte, sei vorsichtig. Gut. Health recovered. Na gut, das heißt auch unsere Magie ist now recovered.
Schauen wir mal. Wie sieht es hier eigentlich aus in Sachen Magic? Oh, jetzt können wir den zweimal verwenden und den viermal. Dann nehmen wir mal den Weapon Shield, den wir jetzt nicht mehr so nützlich finden, gegen eine zweite Attacke austauschen. Und weil ich keine Lust habe zu verrecken, benutzen wir unser Anywhere Diary und speichern. Gespeichert.